Tag Leute und willkommen zurück zum Flughafenfeuerwehrsimulator 2013. Letzte Folge haben wir ja eine wundervolle Leitertour gemacht, wo wir auf eine Andockleiter raufgestiegen sind und dann mit der mitgefahren. Leider durften wir die Schicht dann nicht mehr zu Ende machen, weil unser Fahrzeug durch unvorsichtiges Fahren zu viel Schaden genommen hat. Also ich weiß nicht, entweder hat jemand unser Fahrzeug umgefahren und es hat sich überschlagen und ist tot draufgegangen, oder ansonsten verstehe ich es nicht. Ich meine, unser Fahrzeug stand da ja einfach nur, okay, das stand auf der Straße. Guten Morgen zusammen. Und da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wicht zunächst zu unserem Feuer. Ja, aber ich habe die Schicht nicht gespeichert, weil ich keinen Bock drauf hatte, nochmal wieder von Null anzufangen. Nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich möchte ja auch irgendwann mal weiterkommen, ohne Witz. Monewitz. Mach das Tor auf. Ich muss da raus. Also, Licht funktioniert. Sehr schön. Blinker funktionieren. Blaulicht funktioniert. Tütata funktioniert. Einparken. Perfekt. So muss das, das leicht zur Belüftung offen, das Tor. Und dann kann ich einmal kurz mein nächtliches Stubertraining durchführen. Also einmal kurz hoch. Diese Beine sind so merkwürdig. Ach, wo ist überhaupt der Turm? Den habe ich immer noch nicht gesucht. Wo ist der Traumturm? Einsatzbefehl für Florian 1. Von der Gepäckausgabe B im Passagierterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Viel Glück. Ja, halt die Klappe, ich bin schon unterwegs. So, erst einmal wieder ausparken hier. Hier. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Ja, melde Einsatz angenommen, genau. Exaktamente, so sehe ich das auch. Gepäckausgabe B. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Also geht's noch weiter. Ah! Was ein Ausweichmanöver war. Also nach hier. Geht's diesmal. Feuerlöscher her. Bald kann ich mir mal wieder einen neuen Feuerlöscher holen, glaube ich. Obwohl, der sollte noch Zeit überdauern. In der ich jetzt noch dieses Kackamt hier habe, als Feuerwehrmann-Oberpenner. Feuerwehrmann-Oberpenner. Alles klar. Oh, der bestellt sich gerade ein Ticket. Na, einmal bitte nur, Ging aber schnell, Kollege. Nicht schlecht. Durch da. Braucht Platz. Ja, schon da, bleibt mal locker, Mädchen. Oh, der brennt ja schon. Hilfe! In der Gepäckausgabe B ist das aber nicht wirklich, oder? Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Nee, nicht so wirklich.
Ich laufe einfach mal hier runter. Ich glaube, das ist schneller als den Aufzug zu nehmen. Obwohl ich weiß nicht, weil hier muss man dann noch das Stück laufen. Ich weiß nicht, was schneller ist. Ob der Aufzug schneller ist oder die Rolltreppe. Oh geil, dass sie für sich selber Werbung machen, ne? Finde ich fantastisch. Sie machen für ihre eigenen Spiele Werbung. Aber das Geilste ist ja, wenn sie in einem Spiel für dasselbe Spiel Werbung machen. Ja, okay, hier ist jetzt Werbung für den ABC-Schutzsimulator. Aber hier! Sinn! Warum machen sie im Flughafen-Feuerwehrsimulator Werbung für den Flughafen-Feuerwehrsimulator? Das nehmen wir auch nicht mehr. Warum geht das da durch? Geht das auch da durch? Da geht es auch durch. Verstehe ich nicht. Regen die sich eigentlich auch auf, wenn man die löscht? Regen die sich auf? Ne, die regt sich nicht auf. Die ist ganz calm, ey. Ganz auf der Borde geblieben. Hi. Der ist auch gleich leer, glaube ich. Ich muss mir einen neuen holen an der Feuerwehrwache. Einpacken. So, jetzt aber nach Hause. Und mir einen neuen Feuerwehrschlauch kaufen. Mitnehmen. Feuerlöscher. Ja. Ja, so ist richtig. Das war knapp. Das war ja knapp, ey. Meine Fresse. Da ist eine Leiter. Leiter-Trip. Leiter-Trip. Einsatzbefehl für Florian 1. Im Außenbereich des Sportflugplatzes wurde eine Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Jetzt keine Zeit, ich muss... Nee, reparieren muss ich ja gar nicht. Scheiße, ich bin an der falschen... Rein. Ich brauche einen Feuerlöscher. Hier. Einen frischen Feuerlöscher. Sehr schön. Tor zu. Jetzt aber. Auf geht's zum Einsatz. Mit einem frischen Feuerlöscher dabei. Ich hoffe jetzt aber, dass mein Sprit noch mitmacht. Nicht, dass das Auto irgendwie auf der Strecke dann verreckt. Oh Mann, ey. So ein Scheiß. Also, gib mal Stoff, Kollege, damit wir jetzt noch wirklich ankommen. Der Sprit macht mir echt Angst. Ich kratze das Auto ab. Dann kommt alles auf einmal. Dann ist der Feuerlöscher leer, dann ist der Sprit leer. Oh mein Gott, der Sprit ist gleich wirklich leer. Vielleicht hätte ich noch tanken sollen. Ist in der Tanke irgendwo? Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Nein, da ist eine Tanke. Super. Super. Dann fahre ich da gleich einmal tanken. Ist mit Sicherheit leer. Ich bin ziemlich sicher, dass die leer ist. Fahre ich jetzt gleich einmal zu der Tanke hin. Also hier mal das kleine Brändchen löschen. Ja,
zwischen... Florian 1, verstanden. Ist das? Ein Holzbrett und ein Karton. Zwei Holzbretter. Dann zwei Holzblöcke und ein Karton. Alles klar. Der ist aus dem Haus rausgefahren. Sag mal, darf der das? Darf der einfach so aus dem Haus rausfahren? Ich glaube nämlich nicht, ne? Da ist wieder ein Follow Me Car. Aber wie wir wissen, fährt er sowieso nirgendwo hin. Sondern fährt einfach nur immer irgendwie im Kreis. So, in der Tanke war ich doch schon mal, oder? Kann das sein? Dass ich hier schon mal getankt habe. Aber ich glaube, der hätte es nicht mehr bis nach Hause geschafft. Mann, Mann, Mann. Danken! Einsatzleitung. Ist auch voll merkwürdig, ne? Ich bin eigentlich nur Feuerwehrmann Vollpfosten, aber darf hier den Einsatzleiterwagen fahren. Doch schließlich irgendwie merkwürdig. Ja, okay, das reicht mir. Sprit brauche ich nicht. Nach Haus. Nach Haus. Nach Haus. Na 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 nach Haus. Na 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 nach Haus. Nach Haus. Nach Haus. Nach Haus. Na 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 nach Haus. Na 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 nach Haus. 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 Da kam ein Flugzeug. Oh mein Gott. Lane Crossing. So. Umdrehe. Weiterfahre. Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Einparke. So ist sehr schön. Der muss aber noch ran. Ja, so ist super. So ist es super. So können wir das machen. Ah, ich habe auch mal eine Idee. Noch eine weitere Idee. Noch eine weitere Idee. Mach das mal auf. Nee, nicht den... Zähler hier. Dürfte doch ein Geiger-Müller-Zähler sein, oder? Denke ich mal. Schnell, 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 schnell! Ja! Ich glaube, so komme ich nicht durch die Tür. Ich komme nur dadurch, wenn da irgendwer... Ich komme sowieso durch. Hallo. Okay, da komme ich nicht durch. Die kann einfach so durch die Tür durchfahren. Ein merkwürdiges Phänomen. Aber ich kann Feierabend machen. Dein Teil hier wieder zurück. Da. Bitte. Und jetzt mache ich Feierabend. Oh. Sieht ja interessant aus. Was ist denn da passiert? Dem hängt ein Helm aus dem Arsch. Wer war das? Morgen. Vollidiot, ey. Du kannst echt kein Auto fahren. Ist ganz schlimm.
Also, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen noch einfach mal nach oben. Und ich zeige mit dem Daumen nach oben. Ich bin so ein intelligentes Teil, ey. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, scheißt mir in den Nacken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.